Ja, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 5. Folge von Minecraft Muro. Und ich möchte euch bitten, euch die Folge ganz anzusehen und mir zu verzeihen, dass die Folge so passiert ist, wie sie passiert ist. Ich habe schlimme Dinge getan, viel Arbeit weggeworfen, aber alles hat einen Sinn für die Story. Also schaut sie euch an und seid gespannt, was dann so kommen wird in der nächsten Zeit, ja? Und ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt rein, wie euch dieses Roleplay so gefallen hat, was ich gemacht habe. Ich habe mir wirklich auch Mühe gegeben, zwischendrin alles gut erscheinen zu lassen, aber das werdet ihr sehen. Also Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video und jetzt geht's los. Sagen Herr Nordholm, das bestürzt mich doch alles sehr, wie sich das hier entwickelt hat. Es entwickelt sich mir eindeutig zu einem Polizeistaat, das, vor dem ich eigentlich geflohen bin. Naja, ich befürworte den Polizeistaat nicht direkt. Ich bin zwar in die Miliz gewählt worden, aber an sich bin ich ja erst einmal ein Privatdetektiv. Das heißt, ich denke, ein Privatdetektiv hat nicht direkt was mit Polizei zu tun. Er wird natürlich die Polizei verständigen, aber darauf habe ich ja keinen Einfluss auf die Polizei an sich. Das ist doch ein totaler Schwachsinn. Jetzt muss ich mir eine Lizenz für alles holen, was ich verkaufe. Für Schuhe, Bögen, bla. Wie gesagt, bis Mittwoch sind die, soweit ich weiß, kostenlos. Darf ich kurz schauen? Ja. Ja. Und bist du gleich bei dir wieder zu Hause? Ja, ich bin gleich zu Hause. Ich bin auch gerade eben in der Aufnahme. Ach so. Ja, ich will es nur zeigen, wie sich mein Charakter drüber auslässt. Weil das mit den Lizenzen ist so super, ist ja nicht so, als ob ich so nicht schon genug zu wenig Zeit in meinem Leben hätte. Ich werde mein Haus in die Luft sprengen! Aber es ist cool. Ich werde mein Haus in die Luft sprengen und die Stadt verlassen! Lizenzen sind cool! Haben Sie schon den Friedhof gesehen? Nein, ich habe noch keinen Friedhof gesehen, mein lieber Herr Priester. Tada! Wurde heute neu gegraben. Hier ist der Friedhofswächter, der sich irgendwie erhangen hat. Sieht so aus, als hätte er sich erhangen wegen der Leine. Das ist wahr. Unser erstes Todesopfer. Wurde schon beerdigt. Nein, Ukan ist tot? Ja. Ist leider von uns gegangen. Und hier haben wir Ukan direkt eingeäschert. Oh. Wie nett, wir betreiben also Einäscherung. Ja, natürlich. Es wird ja immer besser in dieser Stadt. Ich meine, erst verbietet man uns die Drogen, dann will man alles unter Kontrolle stellen. Ich soll für jedes einzelne Gegenstand, den ich verkaufe, Lizenz anmelden. Für jeden einzelnen, für Helm, für Brustpanzer, für Schuhe. Jeder einzelne Gegenstand ist doch ein bisschen übertrieben. Das finde ich auch sehr übertrieben. Ich meine, warum kann ich das Pferd gleich auch bei dir kaufen? Sie können gerne auch ein Pferd bei mir kaufen, wenn Sie mitkommen. Können Sie schauen, ob die Ihnen gefallen. Ja, dann sag mir direkt, wie viel das kostet, dann nehme ich meine Münzen mit. Das kommt je nachdem drauf an, welches Pferd Sie nehmen. Gut, ich nehme die Münzen mit. Unterschiedliche Preise, denn manche Pferde sind schneller, manche sind langsamer. Okay. Ah ja, das ist das starke Pferd. Ja, das hat das maximale Leben, ist eins der besten seiner Zucht. Ich würde sagen, 20 Silbermünzen. Das ist nicht ohne, aber natürlich gerechtfertigt. Ja. Es ist halt ein sehr gutes Zuchtpferd. Gut. Vielen Dank. Dann nehme ich das direkt mit, oder? Ja. Nehmen Sie es mit und haben Sie viel Spaß mit Ihrem Pferd. Sollten Sie auch Rüstungen benötigen, habe ich die auch im Verkauf. Nö, nö. Gut. Die habe ich schon woanders erstanden. Perfekt, tschüss. Es ist einfach unertragbar. Wie kann man es nur so weit kommen lassen, aus unserem Staat solch einen Polizeistaat zu machen? Warum tut man dies mit mir? Ich habe nie etwas getan. Nie. Ich werde es ihnen zeigen. Zeigen, dass man nicht so umspringen kann mit Menschen. Das geht doch nicht. Ich bin zu dumm, TNT zu bauen. Hallo?
Ja? Darf ich rein? Ja, Sie dürfen rein. Was gibt es denn, Herr Detective? Ich hätte da ein paar Fragen bezüglich eines Falls. Natürlich, folgen Sie mir doch in mein Arbeitszimmer. Ist alles okay bei Ihnen? Es ist alles wunderbar. Nur dieses wunderschöne Städtchen hat sich in einen unglaublichen... einen Staat verwandelt, den ich nicht befürworten kann momentan. Nicht befürworten kann, nein. Ja, wenn Sie auf Reisen sind, wenn die Bürgermeisterwahlen sind, kann ich da auch nichts dran ändern. Gut, was geht es denn? Es geht um einen Schwarzmarkt, der vermutet wird. Ein Schwarzmarkt? Ja. Ich würde Sie gerne darüber ausfragen. Wissen Sie da irgendwie was? Ist Ihnen was zu Ohren gekommen? Haben Sie irgendwas gesehen? Irgendwas Verdächtiges? Lassen Sie mich mal kurz überlegen. Ja, doch, ich habe Gerüchte gehört. Es war auch mal ein Brief in meinem Briefkasten von einer Art Schwarzmarkt. Da stand drin, man solle sich an irgendeiner Position einfinden. Oder wenn man kein Interesse hat, soll man den Brief vernichten und ansonsten würden schlimme Dinge geschehen und ich habe den Brief einfach ins Feuer geworfen danach. Das hat mich nicht interessiert. Ich mache keine Geschäfte unter der Ladentheke, das brauche ich nicht. Ich stehe offen zu meinen Waren, die ich anbiete und biete sie den Leuten an, die ich für persönlich gut heiße. Nein, ich habe den Brief vernichtet und ich wünschte, ich könnte Ihnen noch die Koordinaten sagen, aber sie wollen mir einfach nicht wieder in den Kopf kommen. Sie, da war eine, verstehe ich richtig, da war eine Wegbeschreibung für einen Ort, an dem dieser berüchtigte Schwarzmarkt sein soll. Genau, da war eine Wegbeschreibung, aber ich kann mich leider nicht mehr entsinnen. Okay. Außerhalb, ob innerhalb des Dorfes, ich weiß es nicht. Das sind ja schon mal gute Informationen. Ich hoffe, ich kann auf Ihre Informationen zählen. Ja, bedanke ich mich erstmal. Das wäre dann nämlich schon alles gewesen. Nur falls Ihnen noch mal irgendwas einfällt in die Richtung oder falls Sie irgendwas bemerken, wäre es sehr nett, wenn Sie noch mal auf mich zukommen. Ja, natürlich werde ich das tun, sollte mir etwas auffallen. Ja. Nun müsste ich Sie bitten zu gehen. Ich habe noch Pläne, die ich umsetzen muss. Okay, natürlich, natürlich. Sind Sie sicher, dass alles okay bei Ihnen ist? Ja, es ist alles wunderbar. Alles wunderbar. Ich werde mir jetzt ein wenig TNT craften und werde überlegen, wie die Sache weitergeht. Bis demnächst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sollte ich... Was wollen Sie jetzt aber sagen, dass auch Sprengstoff mittlerweile verboten ist herzustellen? Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Tja, ich habe keine Regeln gelesen. Oder wollen Sie mich gleich wieder dafür verhaften, für etwas, von dem ich nicht weiß? Aber sollte klar sein, dass wenn Sie Eigentum von anderen Mitbürgern gefährden oder zerstören sogar, Strafen auf Sie zukommen können. Das kann passieren, ja. Das kann passieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sind denn bei Ihnen die Preise für Pferd und Sattel zu Faddel, Sattel 10, ein Pferd 20 bis 30, je nachdem wie gut es ist. Okay. Dann würde ich mal jeweils eins nehmen. Günstiges Pferd reicht mir. Günstiges Pferd, okay. Nametag ist ja bei Ihnen gratis mit dabei, richtig? Ich habe momentan leider keine Nametags. Hatte keine Zeit, welche zu angeln, aber ich werde Ihnen definitiv einen nachliefern, wenn Sie einen brauchen. Nun denn, dann suchen Sie sich doch mal ein Pferd aus. Außer auf denen ein Sattel ist, die sind nicht zu verkaufen. Doch, schnelles, zuverlässiges Pferd. Sagen wir zusammen mit Sattel 30 Silbermünze. Ja. Sehr schön. Halt. Dankeschön. Ich habe zu danken. Gut. Dann haben wir das mit dem Nametag auch erklärt. Wenn Sie sehen in der Mitte eine blaue Leiste. Die füllt sich, wenn Sie Leertaste drücken. Je nachdem, so hoch springt Ihr Pferd. So können Sie auch über den Zaun springen. Ah, wunderbar.
Den Trichter setze ich einfach oben auf die Truhe drauf, richtig? Genau. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag wünsche ich. Ebenso. Essen kann, sollte es lassen. Okay. Herr Wolf, sind Sie noch da? Na, Blüki, mein alter Freund. Ist wirklich schade. Schade, wie sich alles entwickelt hat. Nicht wahr? Oh, eine Schande, oh, eine Schande. Eine solch große Schande. Schande, Schande, Schande. Solch große Schande. Hallo. Was haben Sie mit dem Zeug, was Sie da haben, vor? Kann mir einer gerade mal die Koordinaten hier nennen? Nichts. Ich habe sie nur dabei. Ist das etwa jetzt auch schon ein Verbrechen? Fragen Sie den Bürgermeister. Aber ich habe eine Frage an Sie. Ja? Ich suche Schallplatten für Musik. Ja. Haben Sie zufällig was im Angebot? Ich glaube, die ich damals gefunden habe, habe ich an Rotten gegeben. Okay. Wollte ich den fragen, oder? Warte. Sie können ihn ruhig fragen, ob er eine Schallplatte Ihnen anbieten kann. Er hat ein sehr teures Geschäft bei mir gemacht. Ich glaube, er kann Geld benötigen. Und ich schenke Ihnen das hier. Oh, danke schön. Herr Roman? Ja? Ich muss mit Ihnen reden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Sie haben so in meinem Laden gewartet. Ja, und zwar geht es um die neuen Gesetze. Ja, ich habe schon gehört, dass ich für jedes einzelne meiner Stücke eine Lizenz anmelden soll. Also das hier sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob er jetzt... Ich würde gerne wissen, was Sie verkaufen. Ich verkaufe Rüstungen, Schwerter, legendäre Schwerter und Rüstungen und Gegenstände, die ich nun mal auf meinen Reisen finde. Das kann alles Mögliche sein. Ich kann das leider nicht beeinflussen. Und was ich finde, verkaufe ich nun mal. Ja, okay. Sie wissen aber auch von dem Wochenmarkt sonntags, wo Sie ohne Lizenzen verkaufen können. Da könnten Sie Ihre Sachen von der Reise verkaufen, wenn Sie dafür keine Lizenz haben. Oder Sie müssen sich für jedes einzelne eine Lizenz nachträglich kaufen. Das ist doch aber Schwachsinn, da muss ich mir für jeden einzelnen meiner Helme, muss ich mir eine Lizenz kaufen. Nein, natürlich, Rüstung und Schwerter oder Waffen und Rüstung sind da nicht im Begriff. Verzauberung auch nicht. Ja, was wollen Sie mir denn dann für eine Lizenz ausstellen? Eine Lizenz für Verzauberung, Schwerter und Rüstung. Ja, dann geben Sie mir noch so eine Lizenz, wenn Sie die beschaffen können. Ich schmeiße ihn in den Briefkasten. Weil, wie sieht es aus mit Tieren? Ach ja, Pferde verkaufe ich. Pferde, Lamas und Alpakas und Esel. Wie habe ich das Gefühl, Nahzucht ist unglücklich. Und Esel, verkaufen Sie, oder? Ich verkaufe, sobald ich sie beschafft habe, sozusagen. Aber ich habe vor, sie zu verkaufen. Also besitzen und verkaufen Sie sie? Ja. Okay, das gut. Ja. Haben Sie sonst noch irgendwas, was Sie verheimlichen? Nur Sachen, die ich auf meinen Abenteuerreisen finde, sonst nichts. Ich verheimliche
Heimliche, gar nichts. Nichts Heimliches. Gut. Gut. Gut, ich muss da mal los. Ich habe noch Großes vor. Bis demnächst, Herr Wolf. Bis demnächst. Es geht so nicht weiter. Nein, so geht das nicht weiter. Das kann alles einfach so nicht weitergehen. Warum sollte es auch so weitergehen? Was sollte ich auch damit tun? Was sollte das auch bezwecken? Nein. Nichts hiervon ist wahr. Alles ist vergebens. 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 Alles. Alles ist vergebens. Das, meine lieben Freunde, solltet ihr euch merken in eurem Leben. Nichts ist so, wie es war. Nichts wird so sein, wie es bleibt. Nein. Nicht für Leute wie mich. Nicht mit solchen Leuten. Nicht mit solchen Leuten, nein. Nein, so kann das alles hier nicht weitergehen. Nein, nein, nein. Ja, das verstehen Sie nicht. Hallo. Herr Detektiv, ich hätte da noch einen Tipp für Ihnen. Oh, ich muss heulen. Ja. Kommen Sie das? Kommen Sie doch mal mit. Ich möchte es Ihnen zeigen. Ich habe wenig Angst vor Ihnen, muss ich zugestehen. Ach, müssen Sie nicht haben. Ich brauche nur jemanden, dem ich vertraue. Ich glaube, Sie sollten hier nach erstmal ein bisschen schlafen und sich ausruhen in Ihrem Bett. Schlafen? Nein. Nein, ich muss doch nicht schlafen. Ich glaube, das wäre mal ganz gut für Sie. Ach nein. Nein. Warten Sie bitte hier. Ich werde besorgen, was Sie wissen müssen. Ich werde besorgen. Mein lieber Herr Nordtum, ich bin hier oben, auf dem Balkon. Ja. Ich wollte Ihnen nur noch sagen, wollen Sie das Geheimnis des Schwarzmarktes lösen? Dann sollten Sie einen Herrn Ukan fragen. Was ist passiert? Meine Schwerter, meine Bögen, meine Angeln. Nein. Warum? Warum? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Nicht schlecht. Was habt ihr getan? Mein Haus! Gesagt, die Drogen sind illegal. Hat es Ihnen nicht gereicht, diese ganzen Gesetze zu machen, alles zu verbieten, alles zu verstaatlichen? Jetzt auch nur mein Haus. Was haben Sie mit meiner Existenz gemacht? Warum? Haben Sie mal in den Spiegel geguckt? Ich habe keinen Spiegel mehr, der hing an dieser Wand. Naja, mit einem Auge wird das auch schwer. Was meinen Sie denn? Ein Auge. Und wo ist Aschenhauch? Was ist Aschbar? Mein Schwert! Eins meiner Schwerter! Und wo ist die andere Angel? Das kann doch gar nicht sein. Hat der überhaupt Angeln verkauft? Ja, da hing es bei einer Wand. Warum? Sie müssen erstmal ein Spannungspfeifchen. Ihm seelische Beihilfe gehen. Ihm vielleicht auch ein Pfeil. Ich hab doch gesagt, ich hab den PTSD-Kurs in der Kirche. Posttraumatische Belastungsstörung. Nein! Helfen Sie mir! Es ist nicht nur Aschenhaus, sondern es ist die Plünderklinge, die fehlt. Gott! Warum? Warum?
Wer war das? Wieso? Wer war das? Wieso habt ihr das mit meinem Haus getan? Ich glaube, das war so ein Blonder mit blauen Augen. Haben wir einen Blonden mit blauen Augen? Warum, Herr Norton? Warum haben Sie das getan? Ich habe Ihnen vertraut. Sie haben auch blonde Haare und blaue Augen. Ich habe Ihnen vertrauliche Informationen gegeben. Blaue Augen. Das ist eher so türkisblaue Augen. Das geht doch gar nicht. Doch, doch. Blutrot Augen. Blaue Augen. Hier kann sie sich spiegeln drin. Oh mein Gott, was ist mit meinem Auge passiert? Warum trage ich eine Augenklappe? Warum ist alles so voller Blut? Was soll das? Warum haben Sie mich in die Luft gesprengt, Herr Norton? Warum haben Sie das getan? Ich habe gar nichts getan. Er hat mir gesagt, blonde Augen, blaue Haare. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Reite, Weltherrschaft, reite. Und somit, meine Lieben, beginnt die einsame Reise zu Koromant.